Endlich ist es wieder soweit, liebe Eishockey-Fans. Die Eishockey-Saison hat begonnen. Wir begrüßen Sie herzlich zum Heimspielauftakt der Bayreuth Tigers. Schön, dass Sie dabei sind. Au. Nach wie vor. Jetzt die Chance und da ist die Scheibe zum 0:1 im Netz. Gut vorgetragenes Überzahlspiel der Eispiraten aus Grimmitschau. Und da bin ich mal gespannt, den Torschützen, es ging so schnell, wer da das Tor erzielt hat. Und ich glaube, das war... Aber schnell jetzt, Petri Pohl. Schnell auf den Schlittschuh unterwegs. Guter Pass. Und das Tor zum 0:2. Schöner Pass von Petri Pohl. Auf die Verteidigerposition. Quergelegt. Und wer war der Torschütze? Hier sehen wir es nochmal. Pohl hat da guter Pass. Ja, die kommen immer mit sehr, sehr viel Tempo aus dem Drittel. Wieder Marco Welfi, Scheibe zum 0:3. Im Tor, aber jetzt gibt es wieder Beweis. Schauen wir es uns nochmal an. Da kommt der Schlagschuss. Na, erst, Scheibe im Netz. Erst sehen wir mal den Schuss und dann, wo ist die Scheibe? Ja, da geht Pohl energisch nach in Richtung Marco Wölfel. Jetzt kommt die Zeitlupe nochmal. Vielleicht sehen wir es jetzt genauer. Von oben sieht man es besser. Ja. Da war der schon drin. Ja, also ich würde sagen, Tor für die Gäste. Situationen, die man auch eigentlich ganz eindeutig als Tor hätte anerkennen können. Aber ich denke, hier gibt es keine zwei Meinungen. Genauso entscheidet der Hauptschiedsrichter. Großgewachsener Spieler, 1,90. Davis, Schuss, Tor! Järvelinen fällt den Puck ab. Schuss von Davis und unhaltbar für Michael Bitzer zum Anschluss zum 1:3. Sehr schönes Tor von Järvelinen. Wartet, wartet ab. Gut gemacht von Kaisern, aber auch gut gemacht. Jetzt ist aufgepasst Tor von LeMay. Und da ist und es. Der macht dann das Tor. Ins leere, verwaiste Tor der Tigers. Empty Net Goal. Mathieu LeMay. Zweites Tor heute für ihn. Zum Endstand. 4:1. Ja, es ist einfach so. Zwei Minuten dann, wenn du den Torwart rausnimmst, läuft man immer Gefahr, dass man dann so ein Empty Net Goal gegen sich bekommt. Ja, dann setzt der Coach natürlich auf alles und in dem Fall nicht von Erfolg gekrönt. Somit müssen die Tigers die Niederlage mit 1:4 gegen Grimmitschau quittieren.